Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir haben in der letzten Folge einen kleinen Speed-Snack zu uns genommen und oh mein Gott. Ja, okay, der Part, es sieht aus, als wenn wir ein bisschen prügeln dürfen. Ach ja, wie hab ich das vermisst. Da kommt ja richtig was auf uns zu. Friss meine Murmel, weißer Riese! Quick, bitch! Der ist echt lange geschockt. Ha! Oh! Wow! Und was war's? Und... Frosch! Gib mir den Frosch! Ich will den Frosch! Verdammt! Bist du auch ein Frosch? Nein. Okay. Wo ist meine Mo... Da, Krabbe! Gib mir die Krabbe! Okay. Guck, Murmeli. Und weiter geht's. Hey, so viel Zeug, das ich einsammeln will, aber... Ich kann mir nicht alles schnappen, aber die... Die da will ich. Das will ich. Rollst du gerade etwa ins Wasser? Lass das. Blick. Ich benutze die Schwertstrahlen so selten von dem Ding. Naja, egal. Also, ich bin schon etwas länger unterwegs. Wo kommt ihr denn wieder her? Ich habe euch letzte Folge fertig gemacht. Friss Murmel! Oh, by the way, wo ich mir gerade so unseren Lunk mal wieder angucke. Klick. Mikrofon. Ich bin immer ein bisschen paranoid, was die Distanz zu meinem Mikrofon angeht. Was haltet ihr eigentlich vom Redesign von unserem Link, von unserem Herrn Link? Lässt du mich mal in Ruhe, Viech? Was haltet ihr eigentlich vom Redesign von unserem Herrn Link, falls ihr die Smash Bros. Direct gesehen habt? Also beziehungsweise die E3 Nintendo Direct, aber ganz im Ernst, es war... Hey, wir haben Smash! Hi! Wir haben Smash! Zum Ausstrahlungszeitpunkt von der Folge hier ist das natürlich wieder ein bisschen her und wir haben vielleicht sogar ein paar mehr Infos. Aber ja, schreibt doch einfach mal, was haltet ihr davon? Und vor allem, wünscht ihr euch eigentlich Smash-Videos für den ITC-Kanal? Wünscht ihr euch Smash-Videos? Ich meine, es wird nicht so ein competitive, krasser Scheiß sein und how to play this and that character-Videos, aber funny moments, so Monster Hunter-Compilation-mäßig, wenn euch das Video vielleicht gefallen hat. Die Resonanz war eigentlich ziemlich gut. Und für ganz alte Fans so ein Vollkorn-Punch, da hätte ich ja schon wieder schwer Bock drauf. Ich meine, ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, die Videos, die Vollkorn-Punch-Videos sind nicht alle auf diesem Kanal, sondern die sind, Ich meine, die sind sogar noch. Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ich meine, die sind sogar noch auf dem privaten Kanal von Lutz. Da gab es den ITC-Channel noch gar nicht. Aber sucht doch einfach spaßeshalber mal nach Vollkorn Punch. Da gibt es drei Stück von. War noch zu Smash Bros. Brawl-Zeiten. Ja, vielleicht sollten wir mal Re-Uploads
von den Vollkorn Punch Videos machen auf der, dem Kanal hier. Und der Name ergibt es ja eigentlich schon. Also falls ihr es nicht kennt, es waren einfach Fun-Videos mit und über Captain Falcon-Only-Matches. Auch zu viert und mit und ohne Items. Und für das neue Smash Ultimate heißt es ja. Voll das Ding. Oder Vollkorn Punch Ultimate klingt schon ganz cool. Ich denke, wir werden das tun. Es wird vielleicht ein längeres Projekt sein und schaut mal, ein Abstauber schreien. Aber ich denke, wir werden das tun. Hi. Oh, cool. Okay, nice. Sweet. Und du so? Dreiste Fliege, pimmel nicht auf mein Mikrofon rum. Dieses Ding, es lebt einfach. Da! Oder vielleicht ist es ihr Kind von der Fliege, die mich schon mal... Ach, keine Ahnung. Ein einzelne Fliege. Drecksvieh. Naja. Okay, also. Nächster Schrein. Vielleicht hole ich mir auch erstmal ein Herz. Ich meine, wir sind gerade bei Akala. Taburasa. So, das kann dann weg. Aber dann müssten wir trotzdem nochmal warpen, um hinzukommen. Ach nein, ich habe jetzt keinen Bock darauf. Okay. Hier muss noch ein Schrein sein. Also springen wir dorthin. Und dann untersuche ich das mal. Mhm, okay, ja, so werden die Parts jetzt ablaufen. Ich werd mir jetzt Schreine suchen. Ist doch noch ein kleines bisschen anders, also ein kleines Downgrade im Vergleich zu ich hüpfe nur durch die Gegend und suche. Also ja, such noch Questgeber. Es birgt jetzt nicht ganz so das Risiko der Frustration, wenn ich meinen Questgeber nicht mal finde. Aber ehrlich ist es, also es wird halt immer weniger in dem Spiel, was ich überhaupt entdecken kann. Wow. Es ist schon ein bisschen. Okay. Alles klar. Here we go. Ist dem Jungen kalt? Gott, scheiß Wüste. Santos Helm? Kein Gefrieren. Nein, es geht. Nein. Wäre natürlich zu witzig gewesen. Keine Ahnung, es hätte gerade gepasst. Aber nein, es ist natürlich. So, das da. Und das und das. Passt auch ganz gut mit den Sandstiefeln. Ja, gut. Dann habe ich ja relativ universal gewählt. Da ist Erz. Oh, und da ist die Kiste. Hi. Hallo. Kiste. Hey. Und, oh. Cool. Not bad. Wow. Das ist direkt so viel Erz zerlegt. Das hätte ich jetzt dann auch wieder nicht gedacht. Hoi. Klick, klick.
Nein. Und wo ist mein Schrein? Hi. Gott, verdammt noch mal. Ja, ja, leck. So. Da ist eine Robbe. Elektrisches Flederding. Die haben gar nicht so eine dicke Reichweite, Mann. Ja, ich weiß, ich könnte auch einfach den blöden, vermaledeiten, antiken Bogen nehmen. Was ist mit dem ganzen Elektrozeug hier? Hi. Und da ist noch eine Feuerstelle. Interessant. Womit habe ich die denn verdient? Fernglas und Markierungen. Wenn du durch das Fernglas interessante Orte entdeckst, markiere sie mit Hilfe von A. So erscheinen sie auf deiner Karte. Lange Leitungen. Okay. Hi. Ha. Okay. Und du so? Aha. Oh. Sowas schon wieder. Ja. Okay, du willst Strom haben. Schon kapiert. Puh. Aha. Dann war das außenrum für den Schrein natürlich doch ganz gut gethemed. Jopp. Oh. Okay. Was ist da los? Komme ich nicht rauf? Ist doof. Mitkommen, du musst. Hab hier. Nein. Okay.
Vielen Dank. Und bis ich da rum bin, ist das bestimmt auch wieder unten. Ja. Nice. Klick. Und wie ihr wisst, hasse ich es, Dinge in Schreinen liegen zu lassen, also... Okay. Nice. Nicht... Nein, ich will das nicht nehmen. Mach die Kiste auf. Huh. How convenient. Okay. Also... Du da lang und hier hoch. Und danke. Oh. Okay. Moment mal. Spaß kann ich mir doch bestimmt machen, oder? Komm schon, damit muss doch jetzt was Cooles passieren. Ups. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Au! Ja, sowas. So ungefähr dachte ich mir da. Mann, dann... So. Malek-Rüstung. Fuck you. Ja, genau. Ist mir nämlich scheißegal jetzt. Antikes Material. Gummi. Blink. Okay, und du so? Wohin darf ich damit jetzt? Soll ich das da runterschmeißen? Warum soll ich das ausgerechnet da runterschmeißen? Was? Meh. Okay. Was damit? Back. Ja, und jetzt? Ah. Cool. Au! Fick dich! Dafür, dass ich dich die ganze Zeit hier rumschleppe. Blödes Ding. Diese Nasenflügel, Nasenlöcher vom Fisch für seine Augen. Okay, aber manche von den Rüstungen ergeben halt einfach keinen Sinn. Ja, Geld. Cool. Ich habe keine Ahnung, wo in diesem Schrein der Mönch sein soll. Der Weise, was auch immer. So, hier schließt sich der Kreis. Ah. Und hier? Oh, 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 okay, cool. Alles klar, check. Alright, okay, cool. Oh. Huh? Ah. Ketten. Nett. Well, shit. Hi. Gut. Kann ich mit leben. Das ist das bisschen Überlänge aufwert. Also. Hi.
Ein Gummischild wäre auch lustig. Okay, aber ganz im Ernst, das, kann, also wenn ich auch jetzt, auch wenn ich jetzt ein Metallschild habe, kann mir das ja sehr egal sein. Also, wo darf ich hin? Ja, ja, okay. Cool. Ja. Feuer! Komm schon! Aha, wie komme ich da jetzt dran? Ha, 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 ha. Oh. Okay. Okay. Na komm schon. Schön, cool. Bereich extra für Leute wie mich. Sowas mag ich immer sehr. Ah. Das hatten wir doch schon lange nicht mehr. Extra Überlänge für schweinischen, blöden Mini-Dungeon. Aber ja, meine Güte, die Dinger können halt teilweise echt mal lang werden. Und ich muss mich ja auch immer drüber beschweren, also habe ich es ja wohl verdient, ne? Ja, genau, okay, alright. Soll ich dich mitnehmen? Du blödes Ding fährst natürlich nicht ohne Strom. Es bringt nichts, wenn ich den mitnehme. Hier geblieben. So. So. Geht doch. Okay, was ist das Schrottigste von meinen Feelback? Oh, okay, alles klar, vergiss es. Klick. Gut. Okay. Es hat ihn mitgenommen? Schiebt es den jetzt gleich auch wieder nach vorne? Oder ist das nur so eine One-Way-Geschichte? Merkwürdig. Gott, wieso? Gott. Hi. Hopp. Okay. Cool. Tschüss. Ja, danke. Ich bin nur auf der Durchreise. Und da geht die Plattform natürlich vor meiner Nase wieder hoch. Warum? Im Ernst, warum? Bau mir doch einfach eine Leiter. Es muss doch nicht immer alles antike Technologie sein. Mann.
Oder gibt mir einen Walljump. Okay. Ich meine, wir können zwar klettern. Mega krass. Aber Walljumps wären echt noch hart heftig für Zelda-Verhältnisse. Also. Ich bin schon ganz zufrieden, dass Link jetzt schon sehr. So sehr, sehr Abenteurer, Explorer-mäßig bewandert ist und nicht bei. Ja, okay, er hatte immer eine annehmbare Sprungdistanz, aber sobald die Wand ein Kopf größer war als er, war meistens Ende. Also, ich bin schon sehr, sehr froh über die Mechanics von Breath of the Wild. Na, endlich! Hi. Na, wie sieht's aus? Ciao. Zeichne Bewährung. Alle Herz Alliance wieder voll. Das ist sehr schön. Okay. Feuerschleim. Xladino. Ja, ein geschickter Treffer. Schaltet mehrere Gegner auf einmal aus. Okay. Schön. Also, wir haben unser neues Konzept. Ja? Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Das liegt mir sehr am Herzen, ja, der Kanal braucht mehr Leute wie euch, die ihr schon dabei seid. Also, Blank out.